Was für ein Scheiß! Woher kommt denn diese Kamera? Wurde ich denn bei allem gefilmt, was ich mache? Ich kann's einfach nicht glauben. Das ist voll der Horror. Mama! Guck mal, was ich gefunden hab. Da ist eine Kamera drin. Wie eine Kamera? Die ist doch versteckt. Schau mal, Darius. Zeig mal. Tatsächlich. Also wirklich, sieht aus wie eine Kamera. Wie, ja, das ist auch eine Kamera. Wer macht denn sowas? Wie kommt das denn zu dir? Ja, ich hab das gerade gefunden, während ich mich umgezogen hab. Jemand bespannt mich die ganze Zeit und ich krieg das nicht mal mit. Das kann gar nicht sein. Ja, natürlich. Hier kann doch nicht jeder x-beliebig in die Wohnung rein und irgendwie so eine Kamera oder sowas installieren. Ja, warum ist dann eine Kamera da? Also komisch ja, ist das schon. Überleg dir mal, wer alles in deinem Zimmer war in der letzten Zeit. Ja, keine Ahnung. Ich verdächtige da Simon. Ach, deinen das Sohn. Ist auf einmal. Nein. Viola. Warum dich? Was soll das? Ja, ich hab dich doch letztens ertappt, wie du geguckt hast. Ja, das ist ja, natürlich Viola. Ist das meine Sache. Also, erstmal für bist du viel zu jung. Ne? Also bitte, das will ich hier nicht haben im Haus. Okay? Okay. Gut. Und du, Viola, du kommst jetzt mal ein bisschen runter und wir können das alles in Ruhe klären. In Ruhe klären? Der ist pervers und bespannt. Ach, Viola. Das war wahrscheinlich einer von deinen blöden Freunden. Nein, oder so. Das war kein... Ja, ey, dein Sohn hatte noch nie eine Freundin. Kein Wunder, dass er mich bespannen will. Ach, Viola, das ist doch vollkommener Quatsch. Jetzt lass uns doch erstmal in Ruhe frühstücken und dann können wir das auch bestimmt in Ruhe klären. Dass das für Viola erstmal ein Schock ist, ist völlig nachvollziehbar. Und tatsächlich ist es auch so, wenn ich mich beobachtet fühle, dann fühle ich mich in meinen eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Das nagt an mir. Dass der Stiefvater kein Verständnis dafür hat, ist schade. Und der Vorschlag der eigenen Mutter ist klasse, zu sagen, Mensch, lass uns das in Ruhe besprechen. Wir überlegen, wie wir damit umgehen können. Du denkst jetzt wirklich, ich kann jetzt einfach so mit euch mich hier hinsetzen und frühstücken, als wäre nichts gewesen, als hätte ich gerade keine Kamera in mein Zimmer gefunden. Viola, bitte, ich verstehe dich, wie gesagt. Aber lass setz dich jetzt erstmal hin, beziehungsweise zieh dir erstmal was an und dann können wir in Ruhe reden. Wir müssen das klären. Wenn der Simon sagt, er war das nicht, dann war er das nicht. Das glaube ich auch. Genau. Ganz ehrlich, ich gebe mir den Scheiß hier mit euch nicht. Ihr seid auf seiner Seite. Ach, Viola, jetzt bitte. Jetzt zick doch nicht rum. Viola. Klar war das mein kleiner perverser Stiefbruder. Wer denn sonst? Oh Gott, das ist so eklig. Ich war von Anfang an dagegen, dass Mama und ich mit Darius und seinem Sohn zusammenziehen. Der ist doch einfach pervers. Also warte mal, Papa, das heißt jetzt, wenn die Kamera ganz normal angeschlossen ist, bekommt jemand die Bilder sofort auf das seinen Laptop übertragen? Das ist eine absolute Hightech-Kamera. Die ist Hochgeschwindigkeit, hat eine hohe, weite Übertragungsrate. Das heißt also, es gibt keine Ruckler. Das Bild ist sofort auf dem Rechner, wo es hin soll. Ich meine, die ist jetzt kaputt. Aber das ist wirklich eine super teure Technikeinrichtung. Also, dass es wirklich Spionage wäre. Was machst du damit? Papa, ich musste was sagen. Ich habe die Kamera heute früh in meinem Zimmer gefunden. In deinem Zimmer? Irgendeiner spannt dir hinterher. Hast du die Polizei angerufen? Nein, habe ich das nicht. Das ist ein Verbrechen. Das ist zumindest mal Verletzung des Rechtes am Bild, wenn nicht noch mehr. Das kannst du nicht auf sich beruhen lassen. Ja, aber das ist mir peinlich. Das nein, ich rufe die Polizei an. Papa, das Papa. Geht nicht. Viola wäre anzuraten, schnellstmöglich zur Polizei zu gehen und eine Strafanzeige zu erstatten. Sie sollte natürlich ihren Verdacht, dass sie Simon verdächtigt, auch als Verdacht deklarieren und nicht sagen, Simon war derjenige, der die Kamera mit Sicherheit installiert hat. Was willst du denn machen? Das kannst du nicht auf sich beruhen lassen. Ich habe sowieso du weißt, ob es da mehr als eine gibt. Ich habe sowieso einen Verdacht, wer das sein könnte. Wer denn bitte? Ja, ich habe letztens erst Simon beim Gucken erwischt. Simon? Ja, Simon. Was? Ja, du weißt ganz genau, worum es geht. Ich habe dir gesagt, ich war es nicht. Nein, ja, wer denn sonst? Robin, dein Freund, der hat Zugang zu deinem Leisen. Zimmer. Ist das deine Er kontrolliert oder? Dich, damit er weiß, wer in deinem Zimmer ist. Du bist einfach nur pervers. Mein Freund du bist eine ist, blöde Kuh. Mein Freund Leise. Ist nicht so krank wenn du deinen Praktikumsplatz behalten willst, beleidigst du erstmal nicht meine Sie Tochter. Beschuldigt, ja, sie beschuldigt mich. Tief. Nicht. Ist das nun deine Kamera oder nein, ist das nicht? Nicht? Hast du nichts damit es zu tun? Ist nicht meine Kamera. Wenn ich rausstelle, dass du was damit zu tun hast, verlierst du mehr als nur dein Praktikumsplatz. Ja. Ich werde dir das beweisen, Simon. Hallo, wo Schatz. Wo warst du? Ja, ich war noch im Laden meines Vaters. Ja, oh, ist okay. Nee, ist okay. Mann, das waren noch ja nur 15 Minuten. Ja, 15 Minuten, Mann. 15 Minuten zu spät. Wo warst du wieder, Alter? Ja, bei meinem Vater, habe ich doch gerade gesagt, im Laden. Okay. Wo soll ich denn sonst gewesen sein? Ja, ne? Weiß ich ja nicht. Ach, übertreib doch nicht. Okay. Ich gehe auf Toilette, krieg dich mal wieder ein, ist doch alles gut. Robin? Ist das dein Ernst? Was ist mein Ernst? Was soll das denn schon wieder? Lass ich warum gucken, mit wem du schreibst, ey? Ja, mit niemandem. Warum vertraust du mir nicht? Ja, was weiß ich denn? Ich,
Du schreibst ja nicht nur mit mir anscheinend. Na, das braucht Viola natürlich jetzt so dringend wie einen Kropf. Dass der Freund sie auch noch kontrolliert, sie sich hier wieder nicht sicher fühlen kann, dass er in ihrem Handy spioniert, geht gar nicht. Das ist ein No-Go. Das ist eine Verletzung ihrer Privatsphäre. Eifersucht, wenn er sie hat, die kann er klären über Gespräche. Und Vertrauen, das kann man nicht über ein Handy herstellen. Hallo? Warst du das etwa mit den Scheißkameras? Vertraust du mir nicht? Was für Kameras? Ja, Kameras in meinem Zimmer. Ich habe eine Kamera in meinem Zimmer gefunden. Aha. Also hast du doch einen anderen Typen, oder was? Was? Bist du bekloppt? Was bin ich bekloppt? Warum vertraust du mir denn nicht? Hast einen anderen Typen? Ich habe keinen anderen Typen. Ja, du hast keinen anderen Typen. Wie kommen die Kameras dann in dein Zimmer? Ja, weiß ich doch selber nicht. Das frage ich dich doch gerade. Ich weiß aber nicht. Nee, das f*** mich zu krass ab. Ich schwör's dir, Alter. Das ist mir zu blöd hier, Alter. Schatz, ruf mich mal bitte zurück. Ich will nicht, dass wir uns streiten. Hallo, Viola. Was willst du denn? Fan. Hau mal ab. Ich möchte ein Autogramm von dir. Lass uns ein Selfie machen. Oder Mann, deine Telefonnummer. Fass mich nicht an, sonst hau ich dich in meine Tasche. Ich kenne dich doch aus dem Internet. Du bist immer so heiß. Du bist immer so offen. Wovon redest du? Viola. Bloß, halt bloß Abstand von mir. Wovon redest du? Was für ein Internet? Ich verfolge schon die ganze Zeit alles von dir mit. Wie du Bücher liest, wie du guckst. Einfach alles. Können wir eine Telefonnummer austauschen? Was bist du für ein Freak? Mit dir tausche ich doch keine Telefonnummern aus. Und außerdem verstehe ich immer noch nicht, was du meinst. Hör mal, du brauchst dich für nichts zu schämen. Du weißt genau, was los ist. Ich finde dich echt heiß. Aber ich finde dich nicht heiß. Was bist du für ein widerlicher Kerl? Hau bloß ab von mir, du Psycho. Ey, weißt du, im Internet wirkst du total locker. Du bist total brüde. Tschüss. Oh Gott, was für ein Freak. So ein widerlicher und ekliger Kerl. Was wollte er denn überhaupt von mir? Woher kannte er überhaupt meinen Namen? Ja, was ist los? Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht. Ich fühle mich beobachtet. Ey, fang nicht schon wieder an. Komm mal zurück jetzt, ohne Spaß. Nein, ich kann einfach nicht. Ich habe immer so ein Gefühl, kennst du das nicht? Was für ein Gefühl denn? Ja, dass mich jemand beobachtet. Aber wer soll dich denn beobachten hier? Ich weiß es doch selber nicht. Nicht dein Ernst. Was ist mein Ernst? Das. Siehst du das? Ja. Da ist eine Kamera drin. Da, siehst du? Was habe ich denn damit zu tun? Was du damit zu tun hast? Ich habe erst letztens geguckt, da war keine. Ja, ja, super. Was soll ich jetzt damit zu tun haben? Ich habe dir gerade ein Wasser geholt. Ja. Das heißt, dass du sie dahingestellt hast. Das glaube ich ja nicht. Und hast du noch mehr Kameras hier aufgestellt? Hm? Hier, wo? Ey, kommst du eigentlich klar mit deiner paranoiden Art? Ey, merkst du eigentlich selber, wie du geworden bist? Wie ich geworden bin? Ich hab schon wieder eine Kamera in meinem Zimmer gefunden. Ja. Ich wette, du filmst uns beim Sex und verkaufst dann die Videos. Tja, Robin ist mir vielleicht ein Schätzchen. Das ist ja definitiv kein Verfolgungswahn, dem Viola hier unterlegen ist, sondern es geht ja um Fakten. Hier sind Kameras, das heißt, sie fühlt sich in ihrem Zuhause und mit sich selber nicht mehr sicher. Wenn sowas über einen längeren Zeitraum passiert, dann kann das tatsächlich auch dramatische psychische Auswirkungen haben. Beim Duschen? Ja, beim Duschen. Ach, herrje. Ey, hier müssen überall Kameras sein. Wir müssen unbedingt suchen. Du hast vollkommen recht. Pass auf, ich gehe ins Schlafzimmer, okay? Zwischen den Büchern. Oh mein Gott. Hallo? Dario.
Hier. Das gibt's. Schau mal, ich wette, das war Simon, ne? Denn sonst? Ach, jetzt hör doch auf, immer deinen Stiefbruder zu verdächtigen. Das gibt's doch nicht. Wer, ja, weißt du eigentlich, kommt dafür nur einer in Frage. Ja, und wer? Volker. Was? Dein Ex-Mann. Er ist der Einzige. Das ist doch nicht dein Ernst. Viola, er ist der Einzige, der die Ahnung hat und die Ausrüstung. Ey, nur weil du Mamas neuer Ehemann bist, heißt es nicht, dass mein Vater uns komplett videoüberwacht. Was ist denn los mit dir? Viola, ich bitte dich. Folgendes ist schon mal Tatsache. Tatjana, der Volker ist nie über die Trennung hinweggekommen. Ich hab's euch nie gesagt, aber jedes Mal, wenn ich mit ihm zusammentreffe, ja, dann geht er voll auf mich drauf. Der reißt mich richtig runter. Ich weiß gar nicht, was in dem Mann gefahren ist. Das ist doch ein richtiger Quatsch, den du da erzählst. Mein Papa würde sowas niemals machen. Nein, Viola, jetzt hör mal zu. Papa hat sowas nicht nötig. Hör mir bitte zu. Der Darius hat recht. Der Papa sagt zwar, er hätte die Trennung verkraftet, ja? Aber ich habe den Eindruck, dass der immer noch sehr eifersüchtig auf dich ist, ja? Außerdem hat dein Vater noch den Ersatzschlüssel. Weißt du noch, als wir in den Urlaub gefahren sind, da ist er doch hergekommen, um die Blumen zu gießen. Doch, da könntest du wirklich recht haben. Nein, ich glaube das nicht. Papa war das nicht. Doch. Viola, eifersüchtige Männer machen manchmal Dinge, die man nicht glauben kann. Das ist in einer Patchwork-Familie gar nicht so unüblich, dass der neue Partner sich erstmal gegenüber dem Älteren oder dem Vorgänger abgrenzen möchte. Und Viola sagt auch etwas ganz Wichtiges, denn sie weiß, ihren Vater einzuschätzen. Sie traut ihm das nicht zu. Die Frage ist, wie geht Violas Mutter damit um? Die müsste ihren Ex-Partner doch auch gut kennen. Kann der das gewesen sein? Der Darius, der hat vollkommen recht. Der Papa, der will dich nicht bespannen. Der will uns hier alle kontrollieren. Das will der. Und wir gehen jetzt in den Elektroladen und stellen ihn mal zur Rede. Ich habe echt die Schnauze voll jetzt. Lass uns bitte gehen. Warte mal. Ich komme mit. Ich finde zwar eure Theorie völlig hirnrissig, denn Papa würde sowas niemals tun. Oh. Aber ich muss mich erst mal anziehen. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Warum sollte mein eigener Vater mich in mein Zimmer bespannen oder uns irgendwie kontrollieren wollen? Er ist nicht gestört und auch nicht pervers. Ich finde, Mama und Darius verrennen sich da total. Hoffe ich auf jeden Fall. Oder hat mein Vater wirklich damit etwas zu tun?